Herzlich willkommen im TQ Product Compliance Center hier in Augsburg. Mein Name ist Frank Sommerock, ich leite unser Testzentrum. Sie entwickeln elektronische Produkte oder Komponenten und wollen diese an Ihre Kunden in verschiedenen Märkten, Regionen liefern. Dann kennen Sie sicher die Probleme, die Fragestellung, was muss aufs Label, brauche ich noch ein Prüfzeichen, welche Normen müssen eingehalten werden, sind zusätzliche Tests erforderlich? Genau an diesem Punkt setzen wir an. Wir testen mit langjähriger Erfahrung elektronische Produkte, Komponenten, können akkreditierte Testreports erstellen und helfen bei der Abwicklung der internationalen Zulassung. Und unsere Testmöglichkeiten schauen wir uns gemeinsam an. Was machen wir an EMV-Tests? EMV ist die Abkürzung für elektromagnetische Verträglichkeit. Hier gibt es grundsätzlich zwei Themen. Was kommt aus einem Gerät raus? Störaussendung, Emission, messen wir zum Beispiel in der 10-Meter-Halle, weil die reproduzierbarsten, besten Ergebnisse bringt. Oder Störfestigkeit, was muss ein Gerät aushalten und darf sich dabei nicht beeinträchtigen lassen. In Summe sind es knapp 10 verschiedene EMV-Tests für das CE-Zeichen, die das Produkt aushalten muss, damit Sie es sauber in Europa auf den Markt bringen können. Als nächstes schauen wir uns die Produktsicherheitstests an. Was testen wir bei der Produktsicherheit? Es geht einfach darum, sicherzustellen, sind die Materialien schwer entflammbar. Das heißt, wir zünden Materialien an. Ist das Gerät so aufgebaut, dass man nirgends einen elektrischen Schlag bekommen kann, 230 Volt berühren kann? Das heißt, wir gehen ins Gerät mit bestimmten Prüffingern, um sicher zu sein, hier besteht keine Gefahr. Kann das Gerät leicht kippen und damit irgendwo einen Fehler auslösen? Wir testen nach den harmonisierten Normen, damit einfach Ihr Produkt sicher zum Kunden kommt und Sie möglichst wenig Risiken mit Ihrem Produkt haben. Jetzt haben Sie EMV-Tests, Produktsicherheit hinter sich, haben Testreports für die Produkte. Nach Europa können Sie schon liefern. Brauchen Sie noch mehr Regionen, noch mehr Märkte, denn dann kann es schnell etwas komplizierter, aufwendiger werden. Welches Prüfzeichen ist erforderlich? Braucht es weitere Unterlagen? Bei diesen Fragestellungen helfen wir gerne, damit Sie Ihre Produkte in die relevanten Märkte, Regionen liefern können. Hier geht es zu unserer Akustikmesskammer. Was messen wir hier? Wir messen, wie leise ist das Gerät in der Praxis wirklich. Dazu braucht man eine reproduzierbare Messumgebung, deswegen hier dieser Aufbau. Boden reflektiert, Wände schlucken. Was erzeugt Lärm in einem Gerät? Alles, was sich dreht. Also Lüfter bei der Stromversorgung, Lüfter über dem Prozessor, eine HD, wenn das Gerät noch keine SSD hat. Es geht einfach darum, wie hoch ist der Schalldruckpegel, die Schallleistung, gibt es pfeifende, nervige Geräusche, denn der Kunde, Ihr Kunde soll mit dem Gerät sehr zufrieden sein und nicht durch zu laute Geräusche oder nervige Geräusche gestört werden. Was messen wir bei Temperatur- und Klimaprüfungen? Bei Temperatur- und Klimaprüfungen geht es vor allem darum, dass das Gerät in den festgelegten Datenblattbereichen einwandfrei funktioniert und dazu dann eben abgeprüft wird, wird es im Gerät an einzelnen Bauteilen nicht zu heiß? Funktioniert es mit der Kühlung, mit dem Lüftungskonzept im Gerät? Das prüfen wir unter anderem in großen begehbaren Messkammern, Klimakammer, Temperaturkammer, aber auch in einzelnen Schränken. Hier beispielsweise in einem Zweikammer-Schockschrank. Wir nutzen aber auch einen Schrank mit Sonnenlicht und kleinere Schränke, je nach Prüflingsvolumen, um hier vernünftig und kompetent messen zu können. Was machen wir hier? Hier geht es um Belastungstests, Dauertests. Das heißt, beispielsweise können Kabel bewegt werden, können Schalter gedrückt werden, können Neigungen von Monitoren verstellt werden, um einfach die Langlebigkeit des Produkts zu testen und mögliche Ausfallrisiken zu reduzieren. Hier sind wir in unserem Verpackungslabor und testen, ob die Verpackung das Produkt gut beim Transport schützt. Beispielsweise hier auf einem Prelltester. Das heißt, das Paket wackelt hier in Anführungszeichen hin und her, schlägt an die Bordwand. Oder mit dem Freifalltest. Hier wird mit Beschleunigungsaufnehmern getestet, wie viel Schock kommt in der Elektronik an. Hält das Produkt das gut aus, wenn es auf den Boden fällt, von der Laderampe oder bei anderen Transportschritten. Hier sind wir beim Bereich Mechaniktest. Das heißt, hier ist unser 20 kN Shaker. Es geht bei Mechaniktests darum, was kann Ihr Produkt aushalten? Was muss es aushalten für Ihren Kunden?
sind im Einsatzbereich Straßenbahnen, die vorbeifahren, können Erschütterungen auf das Gerät ausüben, Rammarbeiten bei Bauarbeiten in der Nähe. Was kann Ihr Gerät erschüttern? Und wir können mit Ihnen testen und sicherstellen, dass Ihr Produkt für diesen Einsatzzweck geeignet ist. Seit Mitte März sind wir akkreditiert. Das heißt, wir können akkreditierte Reports nach der DIN EN ISO 17025 erstellen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern verkaufen und andere Behörden diese Berichte anerkennen müssen. Jetzt sind wir mit der Führung durchs PCC am Ende. Ich hoffe, Sie haben viele Eindrücke gewinnen können, Ideen, was wir für Sie testen können, und wir freuen uns auf Ihre Anfrage.